Hallo und schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Dark Souls 2 hat mich nachts wach gehalten. Nein, so schlimm war es nicht. Aber ich habe viel drüber nachgedacht, was ich machen soll, wie ich in diesem Spiel weitermachen soll. Und ja, einfach, wie ich es handhaben möchte. Und bin zu dem Schluss gekommen, ich habe einfach keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr auf Dark Souls 2, aber ich will ein Ende finden für die ganze YouTube-Reihe. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das Ende mit Hilfe zu machen. Und ja, wir haben auch schon den Chat am Start. Falls jemand was schreibt, erscheint er ja schon immer schön hier unten. Genau, der Chat hat sich bereit erklärt, um genau zu sein, der gute Sepp, das durchzuziehen. König Wendrick ist optional. Das auch noch, der nächste Boss, der optional ist. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Das gibt es nicht. Lies dir das Item Sympathie der Riesen durch. Das zeigt dir, wo du wirklich hin musst. Das hat dir der Lord der Riesen gedroppt. Nee, okay, warte mal. Wir gehen ins Spiel rein. Auf geht's. Wir gehen ins Spiel rein. Ey, bin ich wirklich so kurz davor, Dark Souls 2 abzuschließen? Das kann doch nicht wahr sein. Hätte ich mal mehr Itembeschreibungen gelesen. Ich dachte so, ich war von Dark Souls 1 einfach so überzeugt davon. Oh, das ist jedes Mal, der Start ist so laut, aber danach ist es okay. Ich war jedes Mal so überzeugt davon. Also, nein, Moment, jetzt bin ich verwirrt. Ich war so überzeugt davon, dass auch diese ganzen Items und Beschreibungen und so in Dark Souls 2 einfach nicht so wichtig sind. Auch wenn die Kommentare unter YouTube haben immer gesagt, lies die Sachen. Auch im Chat wurde es ab und zu erwähnt und ich dachte so, ja, warum soll ich mir diesen Blödsinn denn durchlesen? Ihr seid doch, da steht lauter wildes Zeug drin, mit dem ich eh nichts anfangen kann. So, lies dir das Item Sympathie der Riesen durch. Sympathie der Riesen. Ah, das wird ein Schlüssel sein. Höchstwahrscheinlich. Aha. Gewährt Zugang zum Thronzimmer unter dem Schloss. Alter, der Viktor. Danke, Mann. Danke für den Prime-Sub. Und schön, dass ihr alle da seid. Unter dem Schloss. Okay, Moment. Unter dem Schloss. Schloss? Jetzt bin ich gerade kurz, muss ich kurz überlegen, aber unter dem Schloss. Wie geht's euch, Leute? Habt ihr euer Wochenende gut rumgebracht? Boah, das ist halt so anders zu Lies of P, merke ich gerade. Ich habe so viel Lies of P gespielt. Ken, grüß dich. Hi. Okay, das ist nicht unter dem Schloss. Der Ken. Okay, Leute. Unter dem Schloss. Was habe ich denn hier eigentlich für eine wilde Rüstung an, ey? Boah, wie komme ich jetzt unter das Schloss? Also ich nehme einfach mal jetzt schon mal sicherheitshalber den Ring. Damit mich hier diese dämlichen Wachen auch nicht angreifen. Also hier. Ist das hier?
Weil da waren ja die Thronwächter da hinten. Ja, wir machen das jetzt fertig. Ich gebe auf. Ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, ich habe nicht gewusst, wo ich hin soll und mir schien alles irgendwie wild. Ich hatte keine Lust mehr. Ich habe einfach keinen Bock mehr gehabt. Aber ich möchte einen Abschluss finden. Mir war das alles, ja, Aha, da ist nochmal Bossnebel. Stimmt, Chat sagt's gerade. Ich hab's noch gar nicht so richtig realisiert, aber ja. Ich hab doch die beiden schon besiegt. Oha. Oh, Hallöchen. Wer bist du denn? Ja, König Wendrick ist optional, der Rauchritter ist optional. Okay. Jetzt bin ich verflucht. Ach, du willst mich doch verarschen. H.R. Geigers Alien. Zeit zum Fluchen. Okay, ich verstehe jetzt zwar lore-technisch nicht ganz, warum da jetzt noch mal jemand aufgetaucht ist. Und was das mit den Riesen zu tun hat. Aber ich habe dem Kollegen da unten ganz schön viel Schaden gemacht. Ja, Victor, hast du meinen Short gesehen? Da habe ich geflucht. Ach so, jetzt hat Fluch. Ja, okay. Weil ich verflucht wurde. Jetzt muss ich nochmal da runterlaufen, diesen Weg, ey. Bin ja nicht schon oft genug hier lang gerannt, ne? Oh Mann, ey. Die Mechanik bei Wendrick, jede Seele eines Riesen im Inventar verdoppelt deinen Schaden gegen ihn. Okay, wie viele Seelen gibt's denn? Deshalb sollte ich die Riesenseelen nicht schlucken. Ah, okay, verstehe. Fünf. Ja, okay, das ist dann schon einiges mehr Schaden. Fünf, wo zum Teufel sollte ich die denn noch finden? Alter Schwede. Da muss ich ein bisschen anders rangehen an die Nummer. Das wäre dann. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist dann zwei. Also, den Schaden, wenn ich einen Schaden mache, macht eine Seele zwei Schaden. Zwei Seelen vier. Dann acht. 16 und so weiter.
Also ist eine Potenz, keine Multiplikator, wenn man so viele hat in dem Fall. Also doch schon, also man multipliziert aber immer das Ergebnis dann nochmal mal 2. Ich bin am Überlegen, ich weiß es, ich kann es euch echt nicht sagen, Leute, ob ich nochmal nach Dark Souls 2 zurückkomme. Ich würde es eigentlich schon gerne machen, das kommt aber später. Wir fangen dann, glaube ich, nochmal von vorne an. Wir gehen nochmal schön mit schönem Backseat Gaming durch Dark Souls 1, durch Dark Souls 2. Dark Souls 1 haben wir ja eigentlich schon gemacht, aber das gibt es nicht auf YouTube. Da gehen wir dann einfach in YouTube. Oh, wow. Alter, dieser Fluch, ne? Ja, tut ganz schön weh. Die DLCs sind schon gut, okay. Ich muss mal kurz schauen, ob ich was gegen Fluchresistenz habe. Gibt es sowas? Finsterabwehr, Blutungsresistenz. Die fliegenden Teile verfluchen dich, kann man aber kaputt machen. Okay. Ja, das mit den Seelen wird tatsächlich nirgends gesagt. Das Dümmste ist, dass man nochmal zum Thron muss. Gut, aber da bin ich drauf gekommen. Aber auch erst, nachdem ich die Itembeschreibung gelesen habe. Dass man nochmal in ein Thronzimmer kommt. Ich habe auch gar nicht so mitbekommen, dass der mir da so ein Schlüsselding gegeben hat, glaube ich. Also es kann schon sein, dass ich es mitgekriegt habe, aber. Gibt es irgendwas gegen Feuerabwehr, Finster, Blutung? Nee. Ich glaube, es gibt keine Fluchresistenz. Mache ich es dann so? Ich könnte auch mal ein bisschen Menschlichkeit fressen, ne? Ich meine, ich habe genug und. Ja, ich war einfach nicht davon. So kurz vorm Ende, echt, das ist ja so ärgerlich. Das ist ja so ärgerlich. Ich glaube, ich habe sogar gelesen. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, habe ich, glaube ich, sogar gelesen, dass es mir Zugang zum Thronzimmer gewährt. Hab aber dadurch, dass ich hier von diesem Raum eben ausgegangen war, dass ich den schon geklärt habe, war ich eigentlich bisher davon ausgegangen, dass ich bei Wendrick unten auf dem richtigen Weg bin. Alter, okay. What the fuck? Das geht so schnell mit diesem Fluch. Holy shit.
Okay. Ein Fluchbissring, der macht 400% Resi. Habe ich sowas? So viele. Ausdauerverlust, magische Angriffe, Geschicklichkeit. Der wird verkauft. Gekauft habe ich nichts. Versteinerungsresistenz, magische Abwehr, Feuer, Finsternisabwehr. Er ist hart am Googlen, der Victor, nice. Ja, keine Ahnung, wo Cromwell der Begnadiger ist, weiß ich nicht. Willi, werde ich jetzt auch nicht hinlatschen. Ah, die Schwebeobs machen Damage. Mr. Google, wichtig in der IT. Ja, den Charakteren zuhören. Genau, das habe ich gemacht. Ich habe ja den in Dark Souls 1, die haben mir klare Anweisungen gegeben. Mach das, geh dorthin. Hier gibt es irgendwie vier Könige und das war relativ klar. Ich weiß gar nicht, ob ich viele Item-Beschreibungen gelesen habe. Die ich gelesen habe, haben auf jeden Fall gereicht, dass ich weitergekommen bin. Da bricht man bevor. Ey, hört mal, Leute. Ich find's trotzdem echt nice, wie weit ich gekommen bin. Nur am Ende war für mich überhaupt nicht. Warum habe ich Schaden? Ach so, ich heil mich gerade nebenher. Ich hatte vergessen, mich ans Leuchtfeuer zu setzen. Der eine Ring hier heilt mich über Zeit. Die Schwebeobs machen Damage. Okay, dann werde ich mal schauen, dass ich... Also das Schild... Ich denke, ich werde die Waffe zweihändig nehmen. Oh, okay. Die kann man gar nicht kaputt machen. Ah, shit. Ah. Ich glaube, der ist von alleine kaputt gegangen. Ich glaube nicht, dass ich das war. Ich bin reingelaufen. Ich habe dem keinen Schaden gemacht oder irgendwas. Das Ding ist, glaube ich, von alleine. Kann ich da reinlaufen, um die kaputt zu machen? Könnte sein. LOL. Ach, jetzt habe ich gleich wieder die 75%. Ach, fuck it. Dann brauche ich keine Menschlichkeit schlucken, ey, ganz ehrlich. Es ist aber ja auch total bescheuert, oder? Man kriegt diesen Ring, geht hier rein und dann, okay, das sind die Thronwächter, alles klar. Um dann, wenn man nicht... Also selbst wenn man... Das ist ja in jedem Fall irgendwie dämlich, weil selbst wenn... Ja, wobei dann spawnt der Mob, der Gegner wahrscheinlich sofort und dann kriegt man es mit. Wenn ich jetzt vorher, bevor ich das erste Mal hier unten hinlaufe, diesen Schlüssel bekomme zum Thronzimmer von diesem Riesen und dann die Thronwächter besiege, dann spawnt wahrscheinlich sofort der Boss, den ich jetzt hier bekämpfe und dann weiß man, okay, ich muss nochmal dahin laufen. Aber wenn es läuft wie in meinem Fall, dass ich erst die kaputt mache und dann zu diesen
Riesen G. Dann ist es etwas meh, nicht so geil. Aber ich probiere es nochmal, aber ich glaube nicht. Ah doch, der geht sofort weg. Okay. Ja doch, die gehen weg. Okay. Kann man sich's ein bisschen einfacher machen. Ja, außer man kriegt hart eine auf die 12 von ihm. Komm, Laser noch mal. Oder Zauber, ja, von mir aus auch okay. Ah, das war zu viel gesoffen. Aua! Da auch schon wieder so eine Hitbox, die eigentlich echt weird war jetzt gerade. Ich hab doch überhaupt nichts. Nein, nein! Ach. So knapp. Ich hätte noch einmal hingehen müssen. Und dann kommt wieder die seltsame Laser-Hitbox des Todes. Scheiße. Oh Mann. Was ist HFV? Ja. Boah, da nochmal hinzulaufen, ob ich da irgendwann drauf gekommen wäre. Ich hätte wahrscheinlich vorher hunderte andere Bosse noch gekillt und wäre aus Versehen ins DLC gestolpert und keine Ahnung was, bevor ich hier nochmal hinlaufe. Oh, okay. Der Laser war eine Sekunde verwirrend. Ach komm, ey, die Laser-Hitbox des Grauens ist am Start.
Oh, ich glaube, er explodiert. Scheiße. Ich hab's zu spät gecheckt. No. Ich denke, warum leuchtet jetzt seine Brust? Hä, warum leuchtet er jetzt in der Mitte? War noch so meine Überlegung. Keine Ahnung, bestimmt 2 Sekunden lang so, was passiert da gerade? Und dann, oh nein, der explodiert. Hitbox scammt, ja absolut, ey. Ja, die Animation war ähnlich, aber beim Strahl leuchtet er nicht aus der Brust. Ey, das ganze Spiel ist Hitbox-Scam. Da muss man sich wirklich drumherum arbeiten, um diese Hitboxen in dem Spiel. Das ist mir relativ früh dann bewusst geworden. Da muss man sich wirklich so ein bisschen drumherum arbeiten, muss kennenlernen, wie groß sind die Hitboxen denn. Immer ein bisschen mehr Abstand nehmen, anders ausweichen. Manchmal wird man auch eingeklemmt von Gegnern tatsächlich. Ich glaube, das ist häufig das Problem, was bei mir der Fall war, gerade beim Ritter des Knie. Also der Staubritter, der, wenn ich da zu nah an seinem Knie ausgewichen bin, dann bin ich, glaube ich, zwischen seinem Unterarm und seinem Knie eingeklemmt gewesen und das hat Schaden gemacht. Nope. Nicht lasern jetzt bitte. Nein, jetzt bin ich tot. Mist. Ich habe einfach gesoffen, ohne auf ihn zu achten, was er macht. Und es war eigentlich klar, dass er lasert. Wenn ich so weit wegstehe und dann auch noch sauf, natürlich wird er dann lasern. Saufen ist schlecht. Ja. Ich bin mal gespannt, wie es dann ist, wenn ich jetzt hier fertig bin heute. Ich glaube, so richtig freuen kann ich mich nicht. Es ist schön, abgeschlossen zu haben, irgendwie ein Ende jetzt gefunden zu haben, aber komm, Bobble, wo bist? Hier drüben kommt gar keiner. Lol. So, was ist dein Plan? Ja, Laser. Komm. Diese Hitbox. Es ist. Bei jedem zweiten Gegner muss man sich über die Hitbox beschweren, ey. Oh oh. Aua. Aua. Oh, Scheiße.
Oh. Na bitte, geht doch. Na, Chandra-Seele, Dankeschön. So, kriege ich jetzt hier eine Brücke? Ah ja, guck mal. Zum Thron gehen. Ah, das wäre jetzt wieder was, so ein Moment gewesen. Ich halt die Klappe. Wir reden gleich drüber. Einmal kurz. Wobei, ihr kennt das alle, ne? Das wäre, glaube ich, jetzt so ein Moment gewesen, an dem ich mich entscheiden hätte können, ob ich wieder rausgehe oder zum Thron gehe, so wie bei Dark Souls 1, wenn man dann ihn nicht killt und das zweite Ende kommt. Wer jetzt ist so eine Vermutung, dass es das hier auch gibt. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass die Brücke machen. War meine Vermutung. Who link the fire? You, who bear the curse. Once the fire is linked, souls will flourish anew. And all of this will play out again. It is your choice to embrace or renounce this. Ja, sie macht sogar, sie spoilt es sogar. Jetzt kann ich mich entscheiden, ob ich New Game Plus mache oder noch hier bleib und weitermache. Oder? Habe ich das schon durch das Rüberlaufen entschieden? What lies ahead, only you can see. Und dann geht die Tür wieder zu. Wir werden einfach gnadenlos eingesperrt. Okay, krass. Man nehme den Held und lasse ihn 200 Jahre gehen. Schön, es freut mich sehr, dass ihr mich begleitet habt hier auf dieser Reise. Es war mir ein Fest, auch in Dark Souls 2, auch wenn ich viel geflucht und viel geschimpft habe und sehr viel mich geärgert habe. Alle 1 bis 2 Jahre durch. Okay, ja. Ich verstehe absolut, warum jemand Dark Souls 2 mag. Das kann ich absolut nachvollziehen. Die großen Gebiete, man kann viel mehr entdecken als in Dark Souls 1. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, Wege zu nehmen. Man hat ein bisschen mehr Freiraum. Dark Souls 1 ist aber auch viel kleiner, das ist eine viel, viel, viel größere Map als in Dark Souls 1. Ich kann das absolut nachvollziehen, warum Leute dieses Spiel mögen. Das ist mir absolut verständlich. Ja, gut. Lohnt es sich jetzt in Dark Souls 2, sich irgendwelche Lore-Videos anzugucken oder zu wissen, um was es geht oder so? Wahrscheinlich schon auch, ne? Eher nicht. Okay. Alles klar. Ich bin ja noch nicht mal fertig mit... Die Lore von Dark Souls 2 ist irrelevant und Trash. Okay, Ken wieder mit seiner extremen Meinung.
Lieber von Dark Souls 3 mehr Lore ansehen dann. Okay. Ich bin ja noch nicht mal fertig mit den... Ich habe irgendwie dann ein bisschen die Lust verloren, mir diese Lore-Videos von Dark Souls 1 anzuschauen. Was war jetzt los? Weil... Ich weiß nicht. Hat auch alles so entfernt gewirkt. Es hat mich echt nicht so richtig mitgenommen. Und deswegen habe ich ein bisschen die Lust verloren, da weiter Reactions drauf zu machen. Wenn ihr wollt... Erst Dark Souls 3 durchspielen und dann die Lore anschauen, in Zusammenhang wahrscheinlich dann die neuen Lore-Videos. Weil ich habe ja die alten angeguckt von Dark Souls 1 und da bin ich... Hier auf dem Bildschirm geht's auch gerade so ab. ich weiß nicht, das war mir zu entfernt. Könnte ich eigentlich auch mal ein kurzes Video zu machen. Warum ich die nicht weiter geguckt habe. DS3 macht das Ganze richtig großartig. Ich bin gespannt. Ich bin richtig gespannt. Ja, also meine endgültige Einschätzung von Dark Souls 2 als einzelnes Spiel gesehen. Wann kam es raus? Das ist ja jetzt auch schon 10 Jahre her oder so. 2014, 10 Jahre, okay. Was kam sonst so 2014 raus? Um mal einen kleinen Vergleich zu haben. Was kam 2014 raus? Boah, 2014, das war das nicht? Ah, Wolfenstein The New Order. Und Destiny. Okay, also dann, es tut mir leid, aber dann... Hearthstone. Im Vergleich. Jetzt, also, Destiny. South Park Stick of Truth. Destiny, Wolfenstein The New Order. Also, es tut mir leid, dann ist das aber... für die Zeit nicht wirklich ein gutes Spiel gewesen. Wenn es jetzt... Also, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Oh, wenn mich 2014... Ich habe auch Destiny gespielt zum Release. Wenn mich einer 2014 da davor gesetzt hätte und gesagt hätte, komm, wir machen mal 5 Stunden. Ich hätte dieses Spiel nie wieder angefasst. Und jetzt ist es ja quasi auch nur, weil ich Lies of P spielen wollte und bevor ich Souls-like anfange, wollte ich immer erst Dark Souls spielen und deswegen habe ich ja das Ganze... Habe ich überhaupt diese Reihe angefangen, eigentlich nur wegen Lies of P, weil ich das spielen wollte und mir gesagt habe, ich spiele zuerst, bevor ich irgendein Souls-like spiele, auch Elden Ring... Wollte ich eigentlich, will ich spielen, wollte aber unbedingt erst Dark Souls und so die geistigen Vorgänger so ein bisschen spielen. Deswegen habe ich das Ganze hier überhaupt erst angefangen. Und deswegen spiele ich Dark Souls 2. Ich glaube, ansonsten hätte mich da nichts zu gebracht. Sekiro ist auch super. Sekiro bin ich sehr gespannt drauf. Wenn ich Elden Ring mal spiele, kann ich nicht mehr zu Dark Souls zurück. Da bin ich gespannt, weil ich Watch Dogs war so geil. Das habe ich auch durchgesuchtet, den ersten Teil. Der erste Teil war so gut. Far Cry 4 war das Far Cry im Himalaya, ne? Das war auch gigantisch gut. Dort kann man springen, man kann in Dark Souls auch springen.
Doch, man kann, also man muss zwar Anlauf nehmen, aber man kann springen. Ich kann nicht auf der Stelle springen, ja, aber. Binding of Isaac Rebirth sagt mir jetzt nichts. Du merkst ja nur, ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich weiß schon, was du meinst. Und da kommt der Marius mit Elden Ring ist nicht so gut. Da bin ich gespannt. Genau, Sekiro ist ja auch noch offen. Es gibt noch mal so ein, ich glaube, der Untertitel ist Shadows Die Twice. Das ist ja nicht Sekiro, ne? Das war ein anderes. Da habe ich nicht so Lust drauf. Das lasse ich, glaube ich, weg. Aber Sekiro auf jeden Fall. Wenn man da jede Ecke erkundet, nimmt man sich selber den Spaß. Das ist halt so eine Sache im Stream und mit YouTube werde ich das nicht machen. Ich werde mir nicht jede Ecke angucken, aber ich kann euch ja mal meinen Zelda Breath of the Wild Speicherstand zeigen. Ich habe einen Riesenspaß, jede Ecke zu erkunden. Und da gibt es so viele schöne Sachen zu entdecken. Aber sowas mache ich dann alleine für mich, weil dann bin ich einfach mal eine Stunde oder 2 Stunden nur am Nichtstun mehr oder weniger und lauf durch die Gegend. Und sowas macht halt keinen Spaß zuzuschauen. In Elden Ring ist das Erkunden sehr enttäuschend und das hat dir in Dark Souls immer sehr viel Spaß gemacht. Lol, jetzt geht's hier einfach weiter? Ich dachte, jetzt kommt wieder so ein Intro-Gedönse oder so, aber ich stehe einfach wieder am Leuchtfeuer auf. Ich habe mich auf den Thron gesetzt und stehe am Leuchtfeuer auf. Sollen wir oben auf die Tafel schauen? Elden Ring hast du noch vor dir. Viel Spaß, hey. Auf die Tafel schauen, ja. Oh ja, schön. Ja, machen wir jetzt auch. Aber Leute auf YouTube, schreibt doch mal in die Kommentare eure Guesses. Wie oft bin ich draufgegangen? Schreibt mal unten in die Kommentare, wie oft ich draufgegangen bin, bevor wir jetzt da hochgehen. Wie viel Spielzeit kann ich das hier irgendwo? Kann ich das hier irgendwo im Game sehen? Nee, ne? Ich glaube, es sind 50 Stunden. Steam Overlay. Wir gehen einfach kurz raus. Und wir sehen 56 Stunden, 18 Minuten und 7 Sekunden. 56 Stunden und 18 Minuten. In-game Time. 56 Stunden, 800 Tode kommt da im Chat. So, dann gehen wir mal rauf. Ich glaube auch, dass wir die dreistelligen noch nicht gemacht haben. Ich habe zwischendurch mal reingeschaut. Und es sind 964. Oh, aber ganz knapp nicht vierstellig. Vierstellig meine ich natürlich, dass wir die vierstellig nicht gemacht haben. Aber das ist schon 964? Fast. Ey, das ist knapp. Beinahe die 1000 Tode voll gemacht. Noch die 1000 Tode voll machen am Rauchritter. Oh Mann. Ja. Dark Souls 2 war eine schwierige und emotionale Reise. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es ein gigantisches Auf und Ab war und ich doch ab und zu mal dran war, es hinzuschmeißen. Ich habe es fast geschafft, dass es am Ende so knapp war.
Es hat wirklich nicht viel gefehlt. Ich hätte ja vor dem Rauchritter, vor dem ganzen Turmgedönse, vor diesem ganzen Zeug, was mich am Ende noch so fertig gemacht hat, hätte ich ja einfach dahin gehen können und wäre fertig gewesen. Ich war so kurz davor. Ich habe diesen Text, ich habe ihn gelesen. Der Turm ist einer der DLCs. Nein. Und ich komme da zufällig rein, ey. Du glaubst es ja nicht. Oh, unglaublich. Ich habe diesen Text, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn irgendwann mal gelesen habe. Und habe dann aber im Kopf war das für mich, okay, ich bin an der Stelle noch nicht gewesen. Ich muss noch weiter runter. Und bin dann ja im Schloss noch tiefer gegangen. Oder habe mich noch weiter umgeguckt und weiter gewühlt und gesucht. Und wie komme ich da hin? Und war dann in meinem Kopf so, ja, ich muss noch irgendwas anderes finden. Der Turm ist einer der DLCs. Ich glaub's ja nicht, ey. Also, Leute auf YouTube, die ihr mich hier begleitet habt und fleißig kommentiert habt, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und schön, dass ihr auch bei Dark Souls 2 dabei wart. Jetzt gibt's dann auf jeden Fall Lies of P wird fertig gespielt und es wird Dark Souls 3 geben. Dark Souls 3 ist das nächste, wieder ganz frisch, ich habe keine Ahnung, ich habe sogar noch weniger Ahnung als von Dark Souls 1. Von Dark Souls 1 habe ich noch ein bisschen was gehört gehabt und gesehen, von Dark Souls 2 habe ich nichts gesehen und von Dark Souls 3 auch gar nichts. Ich habe keine Ahnung, das wird dann als nächster FromSoft Content kommen und bis zum nächsten Mal, tschüss.